Reactor online. Sensors online. Weapons online. All systems nominal. Moinsen und hallo Leute, willkommen bei Sex, Games and Rock'n'Roll. Ich bin unterwegs in der Stormcrow C und das ist hier direkt eine wirklich große Premiere für mich. Denn ich habe das allererste Mal jetzt in einem meiner Clan-Max Omnipods ausgetauscht. Denn der gute John F. hat sich diesen Bild gewünscht, dass ich mir das mal angucke. Und ich dachte mir, ich hau das direkt mal in Videoform fest. Und ja, leider war es ein Bild, der das Austauschen der Omnipods erforderte. Ich hatte es jetzt demnächst tatsächlich aber sowieso mal vor, weil ich doch mal hier ein bisschen mehr das Potenzial der Clans ausreizen wollte. Und dem werde ich jetzt hier mal ein bisschen auf den Zahn führen. Die Kitfox, ach, die Stormcrows habe ich sowieso. Ich glaube, ich habe vorhin schon Kitfox gesagt, oder? Bin so auf Kitfox hängen geblieben, egal. Stormcrow auf jeden Fall. Es ist eine Stormcrow. Wupp, wupp. Jedenfalls habe ich die Stormcrows eh noch nicht so viel gezockt, muss ich zugeben. Und das ist doch nochmal der ideale Anlass. Ich habe die Ärmchen hier aus dem Bild, den Link dazu. Bekommt ihr hier als Smurf-Link in der Videobeschreibung, ist klar. Und ich habe die Ärmchen halt ausgetauscht und die bei dem Mac reingepackt, wo ich die Ärmchen halt hier habe. Es war, glaube ich, die D-Stormcrow, mit der ich vorher nicht so viel anfangen konnte. Ah nein, Quatsch, umgekehrt. Hier mit der C konnte ich nicht so viel anfangen, mit der D schon. Aber jetzt habe ich tatsächlich auch ein Bild für die C und die D habe ich entsprechend umgebaut. Das dürfte auch sehr interessant werden mit dem Teil auf jeden Fall. Ah, so, genug Geschwafel. Ansonsten eben Spam raushauen, übliche Links in der Videobeschreibung. Razer.coms, die Kommunikationsplattform schlechthin. Besser als Teamspeak, hoha, weil man braucht keinen Server. ja, runterladen, registrieren, installieren, glücklich werden und der Gruppe Sex Games and Rock'n'Roll beitreten und noch viel glücklicher werden. Der Link zum Forum ist ja wieder in der Videobeschreibung, genauso wie der Link zu meinem Twitch-Kanal, bei dem ich gelegentlich streame. Ich habe keine festen Zeiten. Im Moment ist es sowieso wieder ein bisschen weniger geworden, weil halt viele, viele Teepartys. Oh, schlechtes Aiming. Ist er alleine, der Battlemaster? Eat Night. Oh, man sieht echt gar nichts, wenn man sowas hier anschmeißt. Ist auf jeden Fall wieder abgehauen, ha? Huh? Ein bisschen hier noch Furcht und Angst, Terror, Schrecken, der die Nacht umflattert, verbreiten. Ach so, hier ein Direwell. Na gut, dann gehen wir vorwärts, Dicker. Centurion. Also der Bild ist prinzipiell eigentlich ziemlich geil. Ich bin mal gespannt auf jeden Fall. Zwei Clan Large Pulse Laser stecken drinne und zwei Clan Short Range Missile 6er. Das dürfte schon schön wehtun. Die Pulse Laser, die entsprechen ja quasi der Inner Sphere PPC. Also so theoretisch eine Dual PPC. Also ich liebe Pulse Laser sowieso. Large Pulse Laser bin ich ein sehr großer Freund von. Uiuiuiui, da kann aber einer gut zurückschießen hier. Oh, 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 und verrecke. Ah, hat er nichts L-Engine gehabt. Nice. Das war doch schon mal in Ordnung. Die drehen aber richtig am Zeiger hier, die Raketen. Das ist wunderschön. Und weg sind sie. So, dann mal weiter. Und die Short-Range-Missiles habt ihr ja gerade gesehen. Schönes Splash-Damage, man kann damit natürlich halbwegs adäquat zielen. Aber man hat halt eine größere Fläche, die man erwischt. Auf die sich der Schaden verteilt. Und hier ist nicht so viel los. Wir haben einen im Tunnel erwischt, das war's. Ein Banditen, der Rest scheint sich auf der Insel zurückgezogen zu haben. So, schnell ein bisschen hinterher latschen. Vielleicht kommt mir die Reichweite der Large-Pulse-Laser ja ein bisschen zugute. Die im Übrigen durch einen Targeting-Computer Mark 1 ein bisschen verlängert wurde. Na, da traut sich jetzt wahrscheinlich keiner so richtig, hier von hinten da mal daran zu pushen, Mann. Schießt aber auf jeden Fall einer von da hinten. So, angelasert. Angelasert. Jawohl, auf jeden Fall ein paar Assists schon mal safe. Also zwei wenigstens. Yeah, jetzt komme ich wohl auf 3 Assists. Wuhu! Oh, kommt der Cataphract hier direkt hin? Ihr Wahnsinnigen! Ah, 3 Ultras, der Bild. Der dürfte jetzt ja nicht so lange stehen bleiben. Wenn sie ihm den Seitentorso wegboxen. Je nach Geschwindigkeit natürlich, das ist klar, aber in der Regel haben die Leute da wirklich unfassbar gerne. Och, verdammte unsichtbare Kante! Gib's nicht, gib's nicht! Oh Gott, jetzt ist hier zu viel los.
Oh, so, ah, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, da nochmal eben zum Abstauben. Ui, jetzt muss ich aber wirklich hart das Weite suchen. So viele Missiles, die jetzt hier inkommen, ne? Missiles sind eigentlich out, Leute. Haut weg den Scheiß. Yikes, oh, und ich hatte die falsche Seite hin. Ah, nicht, dass ich gleich so ein Raketenjämpchen verliere. Du Sau. Oh, Leute, jetzt hört doch mal auf mit euren Long-Range-Missiles. Langsam ist aber auch mal gut hier. Ach, endlich out of sight. Ich habe noch meine beiden SRM-Werfer. Jiha! Ich hätte jetzt echt gedacht, dass ich den rechten Arm wohl verliere. Oh, schön, schön, schön. Na, was kommt da? Ein Adder Prime. Da kommt da einiges von unten. Leute! Geh doch mal weg. Shit, ey. Dafür bin ich schon ein bisschen sehr angeschlagen. Help! Fuck, und jetzt bin ich jetzt gerade auch noch relativ verlassen. Das ist nicht gut, nicht gut, nicht gut. Oh, fuck it, fuck it, fuck it. Was bist du da für einer? Na, egal, noch ein bisschen Damage raushauen hier. 6 zu 5 steht's, gleich wird es 6 zu 6 sein. Ist sehr traurig, aber wird dann halt einfach mal so sein. Komm, Feuer, 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 Feuer. Jetzt schießt er wieder auf mich. Leute, draufhalten! Oh fuck, ey. Komm, dreh dich, dreh dich, dreh dich, dreh dich, dreh dich, dreh dich. Ach. Scheiße, das ist der. Wenn ich den noch erwischt hätte, boah, der hätte sich so geärgert. Das wäre auch so ein unfassbar geiler Kill gewesen. Jesus Maria. Aber Leute, schnappt ihn euch. Offen im TC. Im CT. CT. Tipi. Oh my Bango. Bang Julio. Bow down for the almighty Corn Julio. Jetzt macht ihn nieder, was auch immer er da noch hat. Der hat auch noch ganz schön viel da. Nein, Alter, du wirst doch hochgehen. Er wurde tatsächlich platt gemacht. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Heidewitzka. Jetzt werden wir noch hart verkacken hier, glaube ich. Leute, jetzt macht ihn aber da mal Schrott. Komm, umhauen. Box ihn um die Sau. Das war nicht schlecht, Digga. Raven mit Tag, ERPPC und einem Midlaser. Interesting. Ah, Aiming gab es leider nicht gerade mit dazu. Das ist echt schade. Oh, komm, Digga, jetzt einfach mal einen Schritt weiter vor. Den Medium Laser richtig draufhalten. Dann hasse ich ihn. Oh, und der Teamkollege fällt da genau in die Schusslinie. Nein. Ah, endlich. Ja, das war aber auch eine schwere Geburt. Aber schön Perspektivwechsel noch gemacht, schnell dafür. Wahrscheinlich, das kann er nicht mehr reißen, aber war ein nettes Match. Bisschen Spam raushauen. Killed Dude, den muss ich ja mal. Ist er einer, der Dude heißt? Nee. Egal, vielleicht wollte ich schreiben Killed Good oder so. Whatever. Also der Bild ist gar nicht mal so schlecht. Es hat sich tatsächlich doch gelohnt, die Omnipods auszutauschen. Das werde ich jetzt öfters machen. Besten Dank fürs Zugucken, Leute. Haut weg, falls ich nicht hinterherkomme. Diese Woche ist halt so Hochzeitsgegrüße und so. Darüber rede ich gleich weiter im MacLab. Also bis gleich im MacLab. Und da ist das gute Stück, während hier im Abchecken Firepower 47,6. Ey, Hitzeeffizienz 1,35, der Teil kann sich sehen lassen. Auf jeden Fall, diese Woche ist Hochzeitswoche und da bin ich doch schwer beschäftigt, viel mehr unterwegs als ich dachte, mit ganz vielen kleinen Teepartys dabei und so. Also nicht meine Hochzeit, sondern ich gehe auf eine Hochzeit, aber man bindet einen Bogen und hängt ihn auf und alles sowas und aha, ich habe das ganz vergessen und deshalb muss ich mal schauen, dass ich so ein bisschen noch hinterherkomme mit Videos, dass ich für euch am Wochenende auf jeden Fall ordentlich Futter habe. Auf jeden Fall hier der Bild, eigentlich auch ziemlich nice, mit alles wirklich platztechnisch sehr gut ausgenutzt. 3 Tonnen Ammo für die SRM-6-Werfer, die Double-Heatsinks da schön reingestopft, wo schön Platz ist. Und wenn der Targeting-Computer mit dem linken Arm flöten geht, ist das nicht so wild. Ich glaube, um Double-Heatsink wäre ich tatsächlich trauriger. Naja, so schaut das Dingen aus. Besten Dank für den Tipp quasi. Also mein Fazit auf jeden Fall, du wolltest ja wissen, was ich davon halte, Digga. Sau gut. Alles drin, was ich mag, bis auf Machine Guns vielleicht noch. Aber so grundlegend, Large Pulse Laser und Short Range Missiles ist eine mega geile Kombination bei der Geschwindigkeit. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und jetzt haut weg.